Hallihallo und herzlich willkommen hier bei ÖPNV Simulation zu einem Gamescom 2020 Special anlässlich des Aerosoft Next Sim Events, bei dem Aerosoft zahlreiche neue Projekte und News zu in Entwicklung befindlichen Projekten vorstellt. Als erstes möchten wir uns recht herzlich bei Aerosoft und Visibility für die Einladung zu diesem Event bedanken. Wir freuen uns sehr, dass wir euch heute gleich zwei große Projekte näher vorstellen dürfen. Wir haben eine Neuankündigung und Release-Infos zu einem der heiß ersehntesten Bussimulationen und dem wohl am längsten in Entwicklung befindlichen OMSI 2 Addon. Das alles und mehr gibt's jetzt hier in den News. Aerosoft hat auf der Pressekonferenz einen neuen Straßenbahnsimulator angekündigt mit dem Titel Tramsim. Dieser wird entwickelt von VueApp, die bereits bekannt sind, unter anderem für das Lotus-Addon Tram München und die Wien-Addons für OMSI 2. In dieser Simulation dürfen wir durch Wien mit dem Bombardier Flexity durch die Hauptstadt düsen. In Wien erwarten uns zahlreiche Sehenswürdigkeiten, unter anderem das 100-Wasserhaus, das Parlament, die Wiener Oper und die große City Hall. Das Ganze passiert auf einer 25 Kilometer langen Strecke, die insgesamt 4 Quadratkilometer abdeckt. Hunderte Gebäude wurden mit der speziellen Software Fotofassade erstellt, welche ebenfalls von VueApp in Entwicklung ist. Des Weiteren kann sich der Spieler frei in der Spielwelt bewegen und mit anderen KI-Passanten die Welt erkunden. Release-Termin ist für das vierte Quartal angesetzt. Im Trailer selbst wird Ende Oktober 2020 angezeigt. Aerosoft wiederholte mehrmals die Aussage, dass es zu keiner Release-Verschiebung kommen wird. Aktuell plant man eine Modding-Funktion, die aber nicht zum Release verfügbar sein wird. Auch wurde nicht konkret ausgeschlossen, dass es für die aktuellen Konsolen erscheint. Es gibt wieder neue Infos zu The Bus. Die von TML Studios entwickelte Bussimulation basiert auf der Unreal Engine und bietet ein großes Streckennetz quer durch Berlin. Mit enthalten sind die Linien TXL, 100, 200 und 245 und insgesamt 5 Busse der Firmen Scania, VDL und MAN. Viele Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel der Fernsehturm, das Brandenburger Tor, die Siegessäule oder die Philharmonie, sind in der Simulation originalgetreu nachgebildet. The Bus soll auch mit einer sehr realistischen Fahrphysik und kleinen Details, wie zum Beispiel Fahrten in die Waschanlage und Werkstatt, überzeugen. Ebenfalls werden ein Multiplayer und eine interaktive Leitstelle in The Bus mit enthalten sein. Des Weiteren soll auch eine sehr hohe Modding-Funktionalität inklusive Karten- und Fahrplan-Editor Bestandteil der Simulation sein. So kann jeder Spieler seine eigene Stadt oder seinen eigenen Lieblingsbus in The Bus verwirklichen. Ein Wirtschaftssystem soll in Kombination mit dem Multiplayer für lang anhaltenden Spielspaß sorgen. Bereits noch dieses Jahr soll The Bus als Early Access Titel erscheinen. Ein Full Release ist für 2021 geplant. OMSI 2 London meldet sich nach langer Zeit zurück. So soll das neue Addon OMSI 2 London 2020 erscheinen. 16 befahrbare Linien werden dafür bereitgestellt, die das komplette Londoner Innenstadt abdeckt. 4 Busse werden mitgeliefert. Damit zählt dieses Addon wohl zu einem der am längsten in Entwicklung befindlichen DLCs für OMSI 2. Das war's erst einmal für diesen Moment. Wir melden uns aber noch einmal im Laufe des Tages wieder. Wenn ihr mehr zu Tramsim und The Bus erfahren wollt, dann schaut auf jeden Fall noch einmal vorbei. Denn wir haben ein Interview mit VueApp und TML Studios zu den beiden neuen Simulationen geführt. Vorbeischauen lohnt sich also. Und damit verabschieden wir uns. Ich bin's, der Bio. Zusammen mit dem Phasus wünschen wir euch noch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.